Zurück zu einer weiteren Schießbudenballerei-Folge bei Call of Duty Modern Warfare 2 in der Remastered-Version auf der PlayStation 4. Wir nehmen gerade ein sehr schönes Gebäude aus der Kolonialzeit ein in Washington DC. Ich hoffe, das war jetzt hier nicht das Weiße Haus, weil das sah ein bisschen so aus, aber ich glaube nein. Ich glaube eher weniger. Okay, komm schon. Du, was? Ey! Arsch. Da war zu. Okay. Was war das verdammte Kapitol? Was? Oh. Leute. Was geht hier ab? Feinde an der Südwestecke des vierten Stocks nehmen die Evakuierungszone unter Beschuss. Over. Komm. Verstanden, Overlord. Rücken den vierten Stock vor. Ende. Weil, warum kriegen wir das hin? Genau. Bereithalten zum Angriff. Wir sind mega geil und gut. Okay. Warte, haben wir hier noch irgendwo einen... Da hat ein Laptop, nee, ne? Ui, 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 ui. Von wegen zur nächsten Waffe wechseln ist schneller. Oh, aber die hat irgendwie mehr Durchschlag. Feindlicher Feuertrupp in Sektion 4 Charlie ausgeschaltet. Verstanden, 2-1. Schlepptop? Tatsache. Ey, man muss echt alles durchsuchen. Scheiße, ey. Ah, das gibt es nicht. Okay. Kann ich nicht bestätigen, wir haben gerade 9.41 Uhr. 1 Uhr ist schon mal Schwachsinn, Leute. Das Overlord, wir sind im vierten Stock. Schwachsinn. Zur südwestlichen Ecke vor. Der ist noch so sauber, müssen wir den benutzen? Ich weiß es nicht mehr. Ja, anscheinend nicht. Gut. Anscheinend nicht. Aktivität gesichtet. Auf die Sektoren achten. Hm. Wir machen Sachen. Überprüfen Sie diese Ecken. Wo sind die hin? Haben die uns gesehen? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, wo? Das war nicht gut. Das war nicht gut. Alles klar, hier haben wir erstmal nichts mehr. Wir sind jetzt. Hier sind wir jetzt alle. Alter. Ja, läuft. Ich baue da nur, dass ich meinem Land was nur ein einziges Leben geben kann. Oder was stand da? Rücken zur südwestlichen Ecke vor. Aktivität gesichtet. Auf die Sektoren achten. So. Arsch. Ach, das waren die, die hier drin waren. Oh. Ah. Okay. Corporal Dunn, alles klar. Corporal Dunn ist da. Ich kriege immer so ein bisschen Stress, wenn die angerannt kommen. Ich weiß nicht warum. Aber es. Ja. Ich sehe das feindliche Krähennest in der Südwestecke. Vorrücken und ausschalten. Ich glaube, ich bin keine Hunter-Einheit, ne? Ich glaube nein. Komm, gehen wir mal hierher. Overlord, hier
Hunter 2-1. Wir haben das feindliche Krähennest in der Südwestecke gesichert. Alles klar. Wir leben auch da. Die Evakuierungszone beim Washington Monument meldet mehrere gestartete Transporter. Aber sie sind immer noch in Gefahr. Können Sie von Ihrer Position helfen? Over. Verstanden. Wir sitzen hier auf einem Munitionslager des Feindes. Wir gehen in Deckung und verbraten Ihre Munition. Ende. Ha. Ramirez, das Scharfschützengewehr nehmen und nach Zielen südlich vom Washington Monument suchen. Wo? Wo ist denn das? Ach, da unten. An alle auf dieser Frequenz. Sir, darf ich mal? Dankeschön. Haben Feinde im Westen gesichtet und werden von dort beschossen. Im Westen. Genau. Ramirez, Feinde mit Javelins ausschalten. Leute. Die? Hunter 2-1. Feindliche Bodentruppen nähern sich ihrer Position. Ganz ruhig. Verdammt. Sind unter Beschuss beim Washington Monument. Bei 80% Kampfstärke. Fordere sofortiges Scharfschützenfeuer auf Ziele westlich vom Monument an. Over. Geh weg, ich bin Ramirez. Irgendwo? Ach da. Helikopter, Alter, geh da weg. Ja. Ich bin dabei. Schießt die Helikopter auf uns? Tatsache. Unglaublich. Alter. Wollt ihr mich verarschen? Alter, ernsthaft? Ey, unglaublich. Die Evakuierungszone wird überrannt. Schalten Sie die Fahrzeuge aus. Ja. Hunter 2-1. Was zur? Haben der Evakuierungszone wertvolle Zeit verschafft. Sehr gut. Und jetzt rauf auf das Dach. Sie werden sonst überrannt. Verstanden, wir gehen auf das Dach. Alles klar. Alle Mann in den Fahrstuhl. Alle verbleibenden Evakuierungseinheiten Level 3 Evakuierungsprotokolle ausführen. Nur dringende Operationen. Hat er sich die ganze Zeit hier eingesperrt? Wer schießt hier? Verarschen, bin ich jetzt alleine hier oder was? Hunter, hier Dagger 2-1, sind in Position bei der Landezone auf dem Dach. Statusbericht. Sind auf dem Weg! Ich merk's. Einsatzgeschütz, Ramirez! Nein, nicht nachladen. Oh, Leute. Wir haben die Knie getroffen und verschwinden jetzt. Frage: Wurde das Washington Monument schon evakuiert? Over. Negativ 2-1. Sie werden immer noch von Infanterie und leichten Panzern vom War Memorial ferngehalten. Sieht nicht gut aus. Over. Okay. Overlord. Wir geben Luftunterstützung. Ende. Ey, das sieht ja aus wie so ein Horrorszenario, ey. Reaver 2. Fahrt mit der zweiten Stufe der Evakuierung fort. Nur VIP. Nur VIP, aha. Overlord. Digger 2-2 ist getroffen und geht runter. Raketenwerfer-Trupps am War Memorial gesehen. Bei 3, bei 4 und bei 5 sind alle weg. Bodeneinheiten bei Landezone 4 durchfallen. Feindliches Kampfflugzeug startet auf 12 Uhr. War Memorial. Dagger 2, Washington
Wer ist Irene? Wo schieße ich hin? Ich habe absolut keine Ahnung. Jungs. Verdammt. Delga 2-1, hier Overlord. Können Sie mich hören? Over. Delga 2-1, hier Overlord. Hören Sie mich? Over. Ich höre Sie. Oh, jetzt kommt, glaube ich, was aus dem... glaube ich, auch schon im Original-Trailer gezeigt wurde. Was für damalige Verhältnisse schon echt mega aussah. Hab ich... Warum habe ich nur noch die... Jungs? Oh, Dunn ist down. Oh, verdammt. Okay. Und los geht's. One for one. Verbindung fast hergestellt. General Shepard, Sie sind online mit Captain Price. Zeug aus der Hölle, Captain. Um Regen in die Traufe. Diese Welt ist der Hölle noch ähnlicher als die, die ich gerade verlassen habe. Wir dachten, wir hätten das ACS geborgen, bevor es die Russen knacken konnten. War ein Irrtum. Dann hat Makarov die USA zu seinem Sündenbock gestempelt. Als nächstes brach überall die Hölle los. Was wollen Sie mir damit sagen? Wenn man einen Ölbrand löschen will, braucht es eine noch größere Explosion, Sir. Sie saugt den Sauerstoff auf und erstickt die Flamme. Price, waren Sie zu lange weggesperrt? Kommen Sie zu Verstand, mein Junge. Shepard, sind Sie bereit zu tun, was getan werden muss, um zu gewinnen? Jederzeit. Mhm. Unser Feuer ist ziemlich groß. Wir brauchen einen gewaltigen Knall. Sie waren einfach zu lange im Gulag, Price. Schalten Sie Makarov aus. Keine Zeit, wir müssen diesen Krieg heute beenden. Das ist keine Bitte, Price, sondern ein Befehl, Sie... Oh. Wir haben wohl die Verbindung verloren. Oh, ärgerlich. Das ist aber ärgerlich. Oh, ich hatte gedacht, jetzt kommt was anderes. Price, ich kann Roach auf meinem Bildschirm kaum ausmachen. Zu viele Störungen. Sehen Sie ihn? Over. Oh, geil. Roger, ich habe Roach gefunden. Scheint alles in Ordnung zu sein. Geh nach Nordwesten zur U-Boot-Basis. Over. Capitano? Der Rest vom Team ist bei Ghost gelandet. Ziemlich weit im Osten. Sie sollen mit der Mission fortfahren. Neuformierung, falls möglich. Immerhin Roach, sieht er noch nicht wir folgen und außer Sicht bleiben. Aus wie ein Hamster. Wie in neuen Modern Warfare. Kontakt, Feindpatrouille 30 Meter voraus. 1, 2, 3. Automatische Waffen, Splittergranaten, ein Schäferhund. Was? Hunde. Ich hasse Hunde. Ja. Diese russischen Hunde sind nur Miezekatzen im Vergleich zu denen in Pripyat. Schön, dass Sie wieder da sind, alter Mann. Ja. Gerne. Wir folgen Ihnen leise und schalten alle Nachzügler aus. Geduld. Alles klar. Nichts Dummes tun. Konvoi nähert sich. Außer sich gehen. Passieren lassen. Hatten die gerade Musik an? Hat die Radio an? Okay, Hund. Der Typ. Ein, zwei Typ. Zwei von ihnen machen eine Zigarettenpause. Jeder von uns erledigt einen. Gut. Oh. Ach, da oben. Bereit. Alle auf einmal ausschalten.
Übernehmen Sie den links und seinen Hund. Sag mal, Price, was ist los mit dir? Was ist los mit dir? So. Das müssten ja jetzt alle gewesen sein. Das müssten... Mal gucken, es sieht wirklich gut aus. Ich meine, die Grafik von damals kann sich heute immer noch sehen lassen. Aber das hier ist nochmal eine Schippe obendrauf. Freut mich. Ich weiß auch, dass viele keinen Bock auf Remastered haben und so nach dem Motto, ja, den Unternehmen fällt nichts mehr Neues ein. Falsche Information, die Russen haben mobile Raketenstellung. Roger. Haben Sie ein Transportmittel gefunden? Ich bin dran. Ende. Ne, aber ich finde es eigentlich ganz cool, so Sachen aus meiner Kindheit und frühen Jugend. Ja. Oh. Komm. Lauf! Verdammt! Aha. Langsam. Ihre Fahrzeuge können uns nicht so weit folgen. Ja, aber ihre Hundiwuffis. Anscheinend suchen sie uns. Passieren lassen. Ja. Okay. Wird gemacht, ist passiert. Tucci. 1, 2, 3, 4. Ach, das ist er. Ich mag das Geräusch von dem Schnee. Mega. Dieses knirschende Geräusch, wenn man auf den Schnee tritt. Warum legst du dich hin? Hundestreife. Hund. Okay. Meine Finger werden langsam kalt. Drei Mann Patrouille direkt voraus. Ausschalten oder nicht, Ihre Entscheidung. Hilfst du mit? Sehr schön. Aber hallo. So, wo ist die Hundepatrouille? Was ich sagen wollte, diese Handschuhe sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Aber in Kriegszeiten muss Amerika halt sparen. Hä? Unglaublich. Unglaublich. Große Patrouille auf 12 Uhr. Schallgedämpfte Waffe verwenden. Wir müssen sie gleichzeitig erledigen. Übernehmen Sie die zwei rechts. Ernsthaft? Weißt du, wenn ich mir so viel Zeit gelassen hätte, wäre ich schon längst wieder von einem Köter aufgefressen worden. Mann. Noch eine Hundestreife. Ausschalten oder vorbeischleichen. Ihre Entscheidung. Hä? Wo denn? Bin ich gerade... Da. Ich glaube, das sind zu viele. Ich glaube, das sind zu viele für mich. Okay. Muss ich jetzt auf ihn warten oder folgen? Typ? Ich muss dir folgen. Typ? Captain? Alles muss man hier alleine machen. Typ? Was hat er denn? Sind die noch... Ist der alleine? Mit ihm. Okay. Price. Sie haben uns entdeckt. Feuer eröffnen.
Oh, fuck. Zeit für ein Nickerchen. Okay. Wunderbar. Einer am Boden. Hab einen. Naja, auf alles, was auf mich schießt. Er ist erledigt. Oh, es war schon wieder der Falsche, ne? Alter. Position haben jetzt? Nicht preisgeben, Roach. Das Ganze wird sonst nur noch schwieriger. Ja, alles klar. Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir werden die diese Mission in der nächsten Folge fortsetzen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr seid nicht so abgeschreckt von meinen Noob-Skills. Alter. Ja, wie gesagt, schaut auch beim nächsten Mal wieder mit rein. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Ciao.